Ja, und somit herzlich willkommen zu diesem neuen Reaction-Video hier auf meinem Kanal. Heute schauen wir uns den Trailer von The Precinct an. Das Ganze wurde ja gestern beim Summer Game Fest vorgestellt und sah für mich ziemlich interessant aus, da ich solche Cop-Spiele nice finde. Weil hierbei handelt es sich nämlich um ein Spiel, das von Cop-Movies aus den 80er, 90er Jahren inspiriert wurde. Und man spielt hier einen Polizisten, also einen Nick Cordell, ein junger Polizist, der ins kalte Wasser geworfen wird, um eben Verbrechen, Ungerechtigkeit und Korruption in der ganzen Stadt zu ermitteln. Und hierbei handelt es sich eben um ein Top-Down-Action-Arcade-Polizeispiel. Also so ein bisschen alles. Aus der Perspektive eben von Top-Down, also so ein bisschen wie die ersten GTA-Spiele, was auch schon mal interessant ist, hat zum Teil eine gute, interessante Story, oder soll es zumindest haben, und ist eben auch zum Teil prozedurales Sandbox-Game. Von daher hört sich das sehr interessant an und auch die Grafik sieht sehr schön aus, finde ich. So ein bisschen, ja, könnte man fast sagen, Nivalis-mäßig mit Retro, Neon. Aber ich würde sagen, wir schauen uns einfach mal den Trailer an. Von daher, let's go. Precinct Announcement Trailer. Setting finde ich noch interessant in den 80er, 90er Jahren. Wie es aussieht, hat es eben so ein bisschen von allem drin. Verfolgungsjagden, Schießereien, Fahrzeuge abschleppen, Besprechungen. Nächstes Mal was ganz anderes, finde ich. Also First Person oder Third Person. The Precinct. Wishlist now on Steam und Epic Games Store. Das Ganze ist eben von Quali Games, habe ich... Ne, das ist der Publisher, sorry. Fallen Tree Games. Davon habe ich bisher noch nichts gehört, aber das sieht ziemlich vielversprechend aus, finde ich. Hat so ein bisschen einen eigenen Charme. Und ich bin gespannt, wie das Ganze sein wird. Ich glaube, einen Release-Termin gibt es noch nicht. Nee. Bald verfügbar. Das heißt ja ziemlich viel. Aber ja, ich bin gespannt. Sieht spannend aus. Mal was Neues. Habe ich bisher selten noch nie gesehen und die ersten GTA-Teile habe ich noch nie gespielt. Daher, ja, werde ich mir das sicherlich anschauen. Und somit vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.